geht halt nichts über ein wenig Abwechslung. Und genau das bietet der englische Ted Southern Loop. Nach den ganzen Single Trails, die ihr auch in der letzten Folge gesehen habt, ist hier eine Gegend, die wirkt mir sehr vertraut. Das sieht aus ein bisschen wie in Franken. Breite Schotterwege, einfach zu fahren, weit zu blicken. Ja, das ist richtig toll. Und man sieht es nicht, aber es hat 34 Grad. Salisbury Plain heißt es im Englischen. Die Ebene von Salisbury, Kalkplateau, ein Trainingsgebiet des englischen Militärs. Deshalb gibt es auch hier überall Schilder. Man muss auch aufpassen. Es gibt Schranken, es gibt rote Ampeln. Da wird scharf geschossen. Da wollen wir nicht rein und sind auch ganz froh, dass ab und zu mal so eine Asphaltstraße im Weg kommt. Das hier ist so eine rote Fahne. Da fährt man lieber nicht hin. Und so kann es auch passieren, dass man außen rumfahren muss, eben weil die Strecke in diesem Truppenübungsplatz heute gesperrt ist. So eine Strecke habe ich hier. Ist doch ganz gut, oder? Und am schönsten bei 34 Grad finde ich, wenn man durch Waldstücke fährt. Da wird es einfach gefühlt deutlich kühler, viel angenehmer. Die Sonne sticht nicht mehr so. Nur ist es einfach ein bisschen dunkler, also nichts dran mit Sonnenvisier. Klares Sichtfeld. Und solange die Straße so breit ist wie hier, kann man einfach schön dahin düsen. Ein bisschen Entspannung ist schon ganz gut. Die Single Trails sind fordernd. Das hier ist wieder mal kurz zum Energiesparen gedacht. Es ist erlaubt, hier zu fahren. Das Zeichen hieß nur, Achtung, ein bisschen vorsichtig sein. Ein wenig orientieren und guckt mal an diesem Traumtag kein Gegenverkehr. Es ist überhaupt, ich bin wie alleine unterwegs. Ja, das ist ein Paradies. Aber auch das Paradies hat ein Ende. Zack, finden wir uns wieder auf dem Asphalt. Dran denken, wir sind in Großbritannien, wir fahren auf der linken Seite. Und dann werden die Straßen schon ein wenig enger und die Hecken ein wenig höher. Und nur wenn wir stehen, können wir drüber blicken. Servus Gassigeher. Vorsichtig grüßen. Auch an Bauernhöfen, lieber ein bisschen langsamer vorbei. Wir wollen ja niemand aufschrecken, dass die uns hinterher die Straßen gar verbieten. Englische Landwirtschaft, fast industriell groß, ziemlich produktiv. Wie nachhaltig, wie ökologisch, das steht auf einem anderen Blatt. Aber die sorgen eigentlich für eine günstige Reise für die Bürger. Das ist verständlich. Aber dann kommt dann doch wieder ein Weg, wo ich sage, ja, da geht mir das Herz auf. Und die Beta Alp 200 darf wieder schön laufen. Ich versuche verschiedene Spuren auszuprobieren, wie die sich anfühlen. Das ist ja hier wahnsinnig trocken. Manchmal fühlt es sich eher wie Beton an, so hart ist dieser Boden. Ja, da ist manchmal besser in den Spurrinnen zu fahren. Die Theorie sagt ja, bei diesem Wetter eher in der Mitte auf Grasbüscheln. Das ist nicht immer gleich. Die vielen Wellen auf den Grasbüscheln kosten Tempo. Unwellig ist es hier auf so einer Straße als Abwechslung. Herrlich. Energiesparend. Und nach ein paar Metern geht es hoffentlich wieder rein auf die Feldwege. Aber bis dahin genießen wir diese hübschen englischen Landstraßen. Ideales Land für zum Beispiel Mazda MX-5 oder meine Alp 200.